So, jetzt habe ich die coolen Zellen. Und jetzt brauche ich noch Circuits. Ein paar kleine Circuits. Wie ging das jetzt nochmal? 1, 2, 3. Jetzt brauche ich hier noch ein bisschen abgedichteten Draht. Wieder für, diesmal für 51 Pfennig alten Draht. Weil Inflation und so, ne? Es ist deswegen 1 Cent teurer jetzt. Ach Gott. So. Also, wie macht man das? Warte mal, ich brauche noch Eisenknödel. Eisenknödel. Oder? Ja. Jetzt muss ich auch nochmal gucken. Wo war's? Hier. Wie wird er gebaut? Ah, 2 Redstone. Gut, da brauche ich 6 Redstone. Nehme ich mir noch 3 raus. Ich brauche dann noch 2 von denen da. Ich muss mal da auch noch 2 nehmen. So. Glack. Glack. Super. So, das läuft noch durch. So, jetzt macht er auch wieder ein bisschen schneller. Gut, Energie steigt wieder, weil es hell ist. Das ist sehr gut. Das ist wirklich sehr gut. Blam. So, jetzt brauche ich hier auch nochmal 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, jetzt kommen diese Upgrades. Die Overclocker. Ah, da kommen immer 2 raus. Das ist sehr gut. Da kriege ich jetzt 6. Warte mal, wie geht. Ja, 6 Stück kriege ich raus. Super. Et voilà. Es waren 6 Stück. So, wo haue ich es jetzt rein? Ich könnte hier 3 reinmachen. Da hätten wir hier wenigstens ein bisschen Speed. Und hier mache ich auch 3 rein. Gut, es läuft auf jeden Fall jetzt ein bisschen angenehmer. Frisst halt dafür noch saftig Energie. Aber ich kriege noch Zuwachs. Ich kriege noch Zuwachs. Was nicht schlecht ist. So, nächster Knödel. Gut, immer schön weiterlaufen lassen. So, das Gold hauen wir hier mit rein. Da ist es gut aufgehoben. Hier haben wir Stone Dust wieder mit dazu. Hier die Stäubchen. Den Draht. Den tue ich jetzt mal hier mit rein. Und hier ist auch noch ein Stäubchen. Das darf nicht vergessen werden. Oh, was ist hier? Was? Nicht genug Saft. Warum? Warum? Ah, ich kann das auch, wieso? Ich kann sagen, wieso. Das ist zu viel. Das ist zu viel für die Maschine. Das ist einfach zu viel. Das ist zu wenig Saft. Das ist zu wenig Saft dafür. Da müsste ich hier oben die MFE direkt anklemmen. Da müsste ich hier unten den ganzen Keller lahmlegen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon will. Ach, Kraut. Na gut, richtig verkabelt wär's. Weißt du was, ich mach das jetzt einfach. Ich weiß ja nicht, warum ich das überhaupt jetzt im Keller hab. Ich weiß ja nicht mal, warum das überhaupt noch im Keller war. Was hat man damals gemacht? Sam und ich. Dass das überhaupt in den Keller musste. Ich werde das dann abklemmen. Und dann hier entsprechend so. Jetzt mache ich das hier weg. Ah, Mist, jetzt ist das reingesackt. Gut, ich muss das hier wieder anbohren. Autsch. Gut, jetzt kann ich das auch wieder zumachen, wenn ich hier wieder hochgehe. Da musste ich wenigstens keinen Beton opfern, um hier reinzukommen. So. Jetzt machen wir den hier dran. Black. Wunderbar. Jetzt mache ich hier unten auch wieder den Klöppel dran. So. Blam. Wunderbar. Und hier könnte ich eigentlich auch jetzt so gesehen wieder zumachen. Weißt du was, das mache ich auch. Hole ich mir jetzt hier einfach einen Sandstein. Das setze ich viel da ein. Hier ist noch einer. So.
So, Schicht am Schacht. Und jetzt kriegt die Sache aber wenigstens richtig Saft. Was? Oder auch nicht? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das Ding muss ich ja laden. Das habe ich ja ganz vergessen. Jetzt hat die keinen Saft mehr. Kacke. Das ist Kacke. Gut, jetzt muss ich erstmal hier fertig laufen lassen. Sieht so hinten aus, die Waschmaschine. Gut, die ist auch leer gelutscht. Schade, 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 schade. Weißt du was, ich mache hier auch mal die Speedknödel raus. So, hier weg. So, jetzt fahre ich hier echt mit Minimum. Absolutes Minimum. Der kann nicht mal die Temperatur halten im Moment. Ich mache das mal raus. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Das ist echt ein bisschen blöd. Technisch gesehen könnte ich aber hier auch ein Stück Draht sparen. Ne? So. Und das mal so und... Black. Gut. Jetzt haben wir das ein bisschen kompakter hier. Gut. Oh, der saugt. Wo geht denn das hin? Wo geht denn der Saft hin? Da hinten die Waschmaschine ist bis. Doch, sie läuft. Also gut. Halt ein bisschen lahm. Er kann es aber nicht halten. Er kann es nicht halten. Kann es ums Verrecken nicht halten. Na gut, muss ich halt warten. Das ist jetzt blöd. Jetzt ist mir wirklich wieder mal der Saft ausgegangen. Auf die drastische Art und Weise. Weil ich zu gierig bin. Gut, und hier wird weiter reingepumpt, die Grütze. So, ist da noch Saft drin? Ja, 35.111. Ich könnte hier hingehen, könnte das Ding hier hinstellen und... hier den Strom reinleiten. Dass es nur ein bisschen Saft bekommt, weißt du was? Das mache ich jetzt auch. So, hier, ein kleines Notstrompäckchen. Buff. Guck mal, wie schön er das jetzt zieht. Guck mal, wie schön er das jetzt zieht. Und hier, da kann ich das jetzt weiter reinrödeln. Gut, die ist aber auch gleich leer gelutscht. Na gut, dafür hat die jetzt wieder 50.000 von 4 Millionen. Und sie nimmt noch zu. Und sie nimmt noch zu. So, das müsste jetzt leer sein. Okay. Bis auf 39, das kann man vernachlässigen. Das kann man vernachlässigen. Das ist dann quasi die Restladung. So, hier CESU rein. Dann ist die weg. Ich hatte aber, hatte ich nicht noch irgendwo noch eine gelagert? Weiß ich gar nicht mehr. Doch hier. Das, hier war noch eine, siehst du? Ey, das ist ja auch noch drin. Ja, dann müssen wir das doch gleich mal auch mit reinleiten. Kraut. So, dann machen wir das so. Black. Und Black. Und Black. Gut, wird sie leer? Ja, sie entlädt sich. Das ist gut. Und dann kann ich jetzt hier auch die Speedknödel reinhauen. Dann ballert die ja dann auch schon gleich wieder viel schneller weg. So, und hier kann ich auch wieder Fullspeed geben. Sie schafft es. Chaga! Wunderbar. So, exzellent. Ihr nächstes gleich weiter waschen. Schön weiter waschen. Gut, die pumpt noch rein. So, das lassen wir weiterlaufen. Und auch noch was. Blei, nee, der wird nicht gebrannt. Blei wird nicht gebrannt. Das muss nicht gebrannt werden. Da brauche ich nur das Stäubchen davon. Hier ist wieder Staub. Und hier ist wieder halber Stack Stone Dust. Das sagst du, das geht schon recht schnell. Das kann, oh je. Das hat schon wieder keinen Saft mehr. Ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da ist ihm auch schon wieder der Saft ausgegangen. Oh Mann. Shit.
Das ist echt schade drum. Also das einfach nicht packt. Kann ich wenigstens eins reinmachen. Eins packt er. Oder? Packt er es? Es ist erst schon wieder dunkel. Es ist kein Wunder, dass es nicht geht. Das heißt ja, der Tag, die Tag-Nacht-Zyklen sind einfach zu klein. Zu kurz. So, geht er jetzt wieder hoch mit dem Saft. Ich will, dass das Ding schön im Saft steht. So, und das ist auch wieder Lead Dust, den können wir auch schon wieder wegverwursten. So. Bam. Ach ja. So. Das Ding ist jetzt auch leer. Das kann ich jetzt auch wieder wegkupfen. Sehr gut. Dann sperre ich den auch gleich mal hier in den Schrank. Mit dazu. Super. So, was kommt als nächstes? Also hier haben wir die Stone Brick Knödel hier, Upsi. Schönes Upsi, weißt du was, ich lasse das mal sortieren ein bisschen. Aber jetzt hat er schon seine liebe Not mitgehabt. Seine Mühe und Not. Das können wir auch mal wegverfrachten. Das sowieso, Glas, obwohl, weißt du was, ich lasse das Glas mal da. Und der Rest hier, aber das Zeug, ja. Und Fackeln, die tue ich auch mal aussortieren, bis auf die zwei Dinger da. Die tue ich auch mal weg. Kann alles runter in den Keller. So, das weg. Das, 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 das und das. Gut. Nächster Stack. Und das ist auch schon wieder durch. Da muss ich es halt nur so machen. Kommen halt die großen Brocken. Ich hätte auch damit weitermachen können, aber ist nicht so wichtig. Es wird irgendwann muss alles verwurstet werden. Irgendwann kommt alles dran. So, was waren das eigentlich für Kabel? AV-Kabel. Na gut, da geht auch schon einiges an Strom durch. So, jetzt könnte ich aber schon, weil ich ja fleißig bin, könnte ich schon mal anfangen mit der Walzmaschine. Ich brauche dafür auch wieder ein bisschen Redstone, warte mal. 1, 2, 3, 4 brauche ich dafür und 4 Eisen. Ich brauche Holz, brauche ein bisschen Holz und rein zufällig habe ich schon in den Keller geschickt. Ich kleines Trottelchen, ich habe schon in den Keller geschickt. Asche auf mein Haupt. Oh, warte mal, was haben wir hier wieder für Holz? Was war denn das? Redwood? Nee, das will ich nicht nehmen. Das wird für was Besonderes wird das mal hergenommen. Das wird für was ganz Besonderes wird das hergenommen. So, jetzt gucken wir mal. Hier ist Birch. So, das sollte reichen. Holen wir noch eins dazu. 12 dürften reichen. 1, 2, 3, 4. Warte mal, ich brauche aber noch Cobblestone. Ein bisschen. Ach, weißt du was, machen sie hier so ein ganzes Deck. Und hier den da, das tun wir wieder weg. Black. So, jetzt will ich mal gucken, ob das funktioniert, so wie ich mir es gedacht hatte. Jo, es geht. Jetzt muss ich da nochmal gucken. Rolling Machine. Gut. Jetzt brauche ich ja noch einen Crafting-Knödel. Das ist das geringste Problem. Bam. So, das hier so rein. Das da. So, so. Hier oben jeweils ein Eisen. Und fertig ist die Rolling Machine. Wunderbar. So, jetzt kann er auch richtig schön rangeklotzt werden. Und jetzt brauche ich aber wieder Buildcraft-Energie. Ein bisschen. Jetzt brauche ich wieder ein bisschen Buildcraft-Energie. Wie werde ich sie erzeugen? Wie werde ich sie für euch erzeugen?
Gucken, läuft es durch? Ja, es läuft ganz langsam. Sehr gut. Mal gucken, Waschmaschine. Läuft noch. Es braucht einfach zu viel. Ist halt schade. Das ist echt schade. Man, stellenweise gehen hier die Frames schon unter 50 runter. Das ist schon heftig. Ich denke mal, das wird hier auch an dem Pumpensystem liegen. Kann man es nicht anders erklären. So, was habe ich gesagt, wollte ich das hinmachen? Hier hinten. Ich wollte es da hinten hinklatschen. Man, hier geht die Framerate noch weiter runter, stellenweise. Ist richtig geil, wenn ich darüber gucke. Geil, geht so unter 43. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Ich brauche echt eine bessere und stärkere Maschine. So. Jetzt gucken wir mal da. Wo wollte ich es hinmachen? Wollte ich es hier mehr hinmachen oder lieber dahin? Und ich eher dahin. Das sieht dann schöner aus. Was ist das hier für ein komischer Zipfel? Was ist das? Brittle Bush. Gucken wir mal weg. So, da können wir die ganze Reihe wegmachen. So, dann mache ich es hier mal hin. Hier werde ich es hinsetzen. So, sieht ganz nett aus. Jetzt brauche ich nur noch die entsprechende Energie. Brauche ich nur noch die entsprechende Energie aus Buildcraft. Jetzt muss ich auch mal gucken, wie ich das manage. Mal gucken, wie ich das mache. So. Jetzt gucken wir mal, das läuft hier noch alles. Da gehen wir davon aus. Super. Das ist gemacht. Jetzt haben wir das letzte Ding auch durchgemahlen. Oh, Fackeln sind schon durch. Gut, wenn ich die aber oben rein tue, dann wird das auch gleich nachgepumpt. Dann wird das gleich nachgepumpt. Und hier tue ich mir wieder ein bisschen Holz rein. Und auch ein bisschen Koppel. Immer so einen kleinen Rest. Am besten überlassen. Da muss ich nicht jedes Mal in den Keller rennen, aber den Brittle Bush, den kann ich entsorgen. Der kann weg. Den Draht tue ich hier wieder rein. Halt, falsche Kiste. Hier. Super. Jetzt gucken wir mal. Also gemahlen hatte ich jetzt alles. Boah. Das macht die Waschmaschine. Pausiert. Gut. Jetzt muss ich mal wieder gucken, ne? Warte mal. Hier. Da hatten wir noch Kupferwire. Im Endeffekt, wie viele Windräder werde ich denn brauchen? 2 Stück. Das reicht. Das reicht absolut dick. Das ist alles Salpeter. Das reicht wirklich. Der Salpeter, ey, das ist mehr als genug. So, hatte ich hier irgendwo noch Gummiknädel? Beziehungsweise Rohplastik. Oder habe ich den Rohplastik auch schon in den Keller geschickt? Ich mich kenne, habe ich ihn schon in den Keller geschickt. Oder ist hier noch ein bisschen da? Oh, Plastik, da ist es doch. Ich doch gewusst, dass noch ein bisschen davon da ist. So, Eisen hole ich jetzt auch nochmal raus. So, das sollte reichen. Jetzt will ich nochmal gucken, wie waren da nochmal das Rezept dafür? Windmill. Was sind das? Window-Barrikade. Lolo, kann ich ihr Fenster damit zunageln? Das ist dann wie ein verlassenes Haus. So, hier Holz. Achso, da brauche ich auch noch Holz dafür, ein Eisen. Na gut, das ist billig. Das ist das günstigste, der günstigste Artikel. Dann mache ich hier einfach mal einen Schwung. 5, 6, 7, 8. So, jetzt kommt hier auch 8 rein. Jetzt habe ich hier 16 Knödel. Jetzt brauche ich da einen Generator. Dafür brauche ich Kupferweihe. Und dafür brauche ich aber auch. Das ist wieder so teuer.
Das heißt, da brauche ich mehr Kupfer. Noch etwas mehr Kupfer. Gut, ich nehme hier mal raus. So, was haben wir gesagt? Zack, zack. Und Redstone wird auch wieder gebraucht. Was haben wir gesagt? Ich kann mir die Rezepte nie merken. Okay, da muss ich aber erst die Knödel herstellen. Wie ging das nochmal? So. Und so irgendwie, ne? Genau. Gut, passt. Davon habe ich jetzt genug. Jetzt stelle ich die her. So, wieder hier halt, ne? Kein Plastik. Kein Plastik. Das hier wird gebraucht. Ja, wie jetzt? Feinkupferweiher. Ich habe doch Feinkupferweiher. Ach. Bin ja ein Kapo. So. Das kann jetzt auch wieder raus. Jetzt machen wir hier das Gebimse da. So, und hier die Circuit Boards. Ne? Genau. Super. Und jetzt kann ich das hier 1, 2, 3, 4. So. Exzellent. Was will man mehr? Ich habe es vollbracht. Eine Energiequelle. Auch wenn es ein bisschen lecken wird, aber das Risiko gehe ich jetzt einfach mal ein. So. Die Windräder, die haue ich mir hier hinten mit rein. Das habe ich auch mal dazu. Das Eisen kommt wieder vorne rein. Und der Staub, der kommt hier rein. So. Jetzt brauche ich auch wieder Pipes, ne? Jetzt brauche ich wieder ein paar Pipes. Und wie es der Zufall will. Golden Chinese. Okay. Haben wir da. Wooden Fluid. Ne, das brauche ich nicht. Cobblestone Fluid. Ich brauche Wooden Transport. Die muss ich in eine Chinese umwandeln. Das heißt für mich, da brauche ich wieder ein Redstone. Ein einziges Redstone. Ne, warte mal, ich bräuchte aber noch eine Wooden. Ich brauche noch eine Wooden. Und da habe ich jetzt wahrscheinlich schon den Rest runtergeschickt. Insofern überhaupt noch da war. Ach hier, das ist gut. Das ist sehr gut. Dann hole ich mir jetzt hier noch einen Redstone raus. Dann kann ich die nämlich jetzt umwandeln. Beide in Chinese. Sehr gut. Und es wird schon wieder dunkel. So. Jetzt haben wir doch ein wunderbares Energiesystem. So, jetzt gucken wir mal. So, wo meinen jetzt die Windräder hin? Am besten hier. Mache ich die hin. Stell die mal so auf, dass die... So sollte das gehen, oder? Nee, so geht's aber nicht. Oder geht's doch? Nee, so geht's nicht. So geht es nicht. So muss ich das machen. Dann geht das. Gut. Hier haben wir Chinese. Hier Chinese. Und hier die goldene. Gut. Jetzt ist das günstig. Verklemmt. Jetzt könnte ich hier schon das Zeug reinschmeißen. Also die Ding hat genug Saft. Die hat jetzt mehr als genug Saft. Platzen wird sie nicht. Macht sie normalerweise nie. Sollte okay gehen. Ja, man sieht ja auch, die Pipes bleiben in Ordnung. Und das Ding hat wirklich mehr als genug Saft. Da hätten theoretisch auch zwei gereicht. Aber man will ja gründlich sein, ne? Ich will das Ganze schon ein bisschen gründlich machen.